mir sehr ans Herz gewachsen ist, bei meinen Solo-Auftritten, ich spiele es unwahrscheinlich gern. Und die Leute, die es kennen, für die werden sicherlich Erinnerungen wach. Das ist ein Stück, das You to me are everything. Ich sage Danke an euch alle.
die ihr die Chance wahrgenommen habt, oder quasi, nein, die Gelegenheit wahrgenommen habt, mir heute Abend die Ehre zu erweisen. Ich fühle mich geehrt, dass ihr alle da seid. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ihr dürft mir eins glauben, so ein Event ist wirklich, ja, nicht einfach zu stemmen. Es hat wirklich ungefähr ein Jahr gebraucht, um das Ganze hier auf die Beine zu stellen. Und ich bin sehr glücklich, dass alle Künstler, die heute Abend für euch hier spielen, sofort zugesagt haben. Das war überhaupt kein Thema, keine Diskussion. Ich habe einen Termin gesucht, habe 2, 3 Alternativtermine in den Raum gestellt und wir haben uns auf den Samstag, 3. November 2018 geeinigt, wo jeder kann. Und das ist für mich natürlich eine Bestätigung, dass es so schlecht mit dieser Kollegialität, die ja oftmals zwischen Musikern so, ja, verpönt ist manchmal. Und das dürft ihr mir glauben, das ist nicht alles Frieden, Freude, Eierkuchen. Aber deswegen, und das ist der Grund, warum genau diese Leute hier heute Abend auf der Bühne stehen, weil das nämlich stimmt. Vielen Dank. Danke zu sagen ist aber auch für mich als Veranstalter ganz wichtig zu erwähnen, dass ich dieses Event ohne meinen Schatz, die Sabine, die irgendwo hinter irgendeiner Theke in der Küche oder sonst irgendwo an der Sektbar hier den Laden schmeißt, nicht hätte stemmen können. Sie hat aus dem Nichts gesagt, okay, wenn kein Gelnhäuser-Verein Geld verdienen möchte, dann mache ich das. Und es ist nicht selbstverständlich, ein solches Event, vor allem mit mir zusammen, das dürfte mir glauben, zu stellen. Deswegen, mein Schatz, vielen Dank und all die Helfer, die heute Abend hinter den Kulissen hier für euch und auch für mich arbeiten. Und wirklich hart arbeiten, das dürfte mir glauben. Wir waren seit gestern Morgen 9 Uhr hier in der Halle, haben 14 Stunden durchgearbeitet bis 11 Uhr. Und das ist eine richtige Masterarbeit gewesen. Vielen Dank, Sabine. Vielen Dank, alle Helfer aus dem Braumeister in St. Münster. Vielen, vielen Dank. Schatz, ich liebe dich. Das kannst du wirklich glauben. Nicht nur deswegen. Ich darf jetzt 2 Künstler auf die Bühne bitten, die schon einmal heute Abend, der eine ist eben noch patschnass geschwitzt, weil er gerade hier für euch gesungen hat. Ich bitte auf die Bühne Sebastian Eichenauer und den durchgeschwitzten Nikolai Knoll. Vielen Dank. Applaus! Quatsch, Julian Knoll, das ist der Bruder. Julian Knoll, der ist aber auch geschwitzt. Okay, ich lasse mich mal überraschen, was jetzt kommt. Ich habe nämlich keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Sag es doch einfach selber. Ich gebe ab, du brauchst meine Gitarre. Die sind halb Ton ohne Geschichte. Viel Spaß.
Schön, oder? Es gibt etwas irgendwie kribbelt bei mir im Magen schon seit heute Abend um halb sieben, als ihr hier die Tür gedreht habt. Okay, ich gebe es zu, es war fast 5 vor 7. Denn ich möchte jetzt was ankündigen, das mir wirklich sehr viel bedeutet. Denn ich fahre, und ich habe es eingangs schon erwähnt, mit ganz bestimmten Leuten schon seit mehreren Jahren jedes Jahr in den Urlaub. Und das sind komischerweise immer Musiker. Musiker untereinander, da kann man sagen, was man will, die haben Spaß. Weil die Arbeit Spaß macht. Vor allem an Abenden wie diesen. Würdet ihr mir zustimmen? Macht es euch auch Spaß? Dann geben wir euch jetzt etwas aus diesem Urlaubsfeeling, das uns im Juli 2018 am Strand von Andalusien ereilt hat. Und ich darf auf die Bühne bitten, meine lieben Kollegen Sebastian Eichenauer. Wo bist du eigentlich noch? Bist du gegangen? Julian Knoll, ihr dürft ruhig klatschen. Ihr dürft ruhig klatschen. Robin Mittenzwei. Wen haben wir denn noch? Jannik Reuss! Jungs, habt ihr alle mit dem Mikrofon? Wir machen jetzt etwas, was nie da gewesen ist. Wir singen, und zwar a cappella. Seid ihr einverstanden? Ich sag's nochmal, wir singen a cappella. Seid ihr einverstanden? Und um etwas Urlaubsstimmung hier auf die Bühne zu bringen, trinke ich den ersten Alkohol des Abends. Und ich trinke auf euch! Ihr seid super! Vielen, vielen Dank!
Guinness, Hammer. Ich schwöre, ich habe von nichts gewusst. Von absolut nichts gewusst. Wie gesagt, ich war im Auto eingesperrt. Verbeugt euch, ihr habt es wirklich verdient. Euer Applaus. Habt euch nächstes Mal 5-6 Minuten Pause verdient. Wir machen mal ganz kurz die Oberlichter auf, dass ihr ein bisschen durch die Luft läuft. Und in 5-6 Minuten geht's weiter. Ihr könnt euch was zu trinken holen, weil wir haben noch viele Lieder zu spielen und wir haben jetzt noch etliche Highlights vor uns. Und dazu braucht ihr eure Kraft und wir unsere Luft. Wir ziehen uns kurz was anderes an, wir sind ein bisschen durch. Und wir machen einfach mal 5 Minuten Pause, das haben wir uns alle verdient, ihr genauso wie wir. Vielen, vielen Dank, dass ihr noch da seid. Und habt ihr noch ein bisschen Lust?